Also mit den Farben, die mit Klängen einhergehen, ist es für mich so, dass es eigentlich eine weitere Ebene ist, die zu den anderen Sinneseindrücken dazukommt. Also zum Beispiel, die Saiten haben ein bestimmtes Gefühl, ich spüre die Kleidung, ich spüre den Raum, ich spüre vielleicht das Publikum, ich sehe die Scheinwerfer. Und ich kann ja trotzdem willentlich entscheiden, auf welche Wahrnehmung ich jetzt gerade den Schwerpunkt lege. Ein Akkord ist für mich gleichzeitig so eine Art emotionaler Raum, ein seelischer Raum, der für mich unmittelbar mit einer Farbe verbunden ist. So wie ein Mensch, den ich kenne, sich für mich wahrnehmbar macht, dass er eine bestimmte Stimme hat, die einen bestimmten Klang hat und ein bestimmtes Äußeres hat. G-Dur würde ich als Götterspeise oder so, sondern es hat so eine weiche, glatte Oberfläche, die aber durchlässig ist. A-Dur ist ganz anders. A-Dur ist eher körnig, vielleicht so wie Sand oder Kiesel oder so. Die Oberfläche ist rau und fühlt sich so ähnlich an. Zum Teil ist es eben sehr stark mit Textur oder Materialität in Anführungszeichen plus Farbe verknüpft. Gefühl, dass Klanglichkeit und Farblichkeit eigentlich nur Ausdruck von so einer Art seelischem Feld sind. Meine Theorie zu dem Thema ist, dass es wesentlich mehr Menschen gibt, die diese zusätzlichen Wahrnehmungen haben, aber dass das eben die meisten Menschen nicht richtig im Bewusstsein haben, weil es wegkonditioniert worden ist. Ich glaube, ganz grundsätzlich haben das fast alle Kinder. Und je nachdem, wie dann sozusagen die Entwicklungsmöglichkeiten sind, die Förderung und die Entfaltungsmöglichkeiten, bleibt es eben als Fähigkeit da oder geht mehr in den Hintergrund.